Wenn man das Spiel in Summe sieht und es am Ende für Mazedonien ausgehen kann und dann auch für uns mit der letzten Situation, kann man zufrieden sein mit dem Punkt, das ja. Man kann mit der kämpferischen Leistung von uns vor allen Dingen zufrieden sein, aber beide Mannschaften haben sich heute sehr intensiv begegnet, was Abwehrarbeit anging und auch was taktische Variationen, sprich siebter Feldspieler, angeht. Die Situation gefällt mir, dass meine Mannschaft fightet und kämpft bei dieser schweren Vorrundengruppe. Das habe ich im Vorfeld gesagt, das habe ich gesehen, beispielsweise und stellvertretend dafür Patrick Krötzky, wie er hier zurücksprintet, Bälle holt. Das gefällt mir, aber natürlich ist es noch schöner zu gewinnen. Und jetzt haben wir 2 Tage Zeit, um dann in der Hauptrunde Vollgas zu geben.